Sofort die Waffen wegstecken! Wer sind Sie? Ins Licht kommen! Langsam, langsam! Ich will verdammt sein! Es ist Bourbon! Hey, Leute! Die beiden sollten wir besser durchsuchen! Und, alter Saufbold, was hast du dieses Mal dabei? Und wer ist dieser Junge? Schau mal, Chef, ich bin sicher, dass wir klarkommen. Ja, sicher. Komm, lass uns ein wenig reden. Und du hältst ein Auge auf den da. Nicht bewegen! Stillgestanden! Ich rede mit dir! Okay, die beiden können durch. Willkommen auf dem Markt! Lass uns gehen, oder möchtest du ihre Gesellschaft noch länger ertragen? Hey, einen anderen Tonfall gewählt! Wir stecken tief in der Scheiße. Keine Chance, dass ich diese Wagenjungs auszahlen kann. Wir können von Glück sagen, wenn sie uns für den Rest unserer Tage Scheiße schaufeln lassen. Genau in der Mitte des Tunnels steht eine ausgebrannte Wagen. Als ich sie vor Jahren sah, saßen darin noch die verkohlten Körper der Opfer. Ein Albtraum. Man kommt nur schwer am Zug vorbei, da die Tunneldecke eingestürzt ist und den Raum zwischen Wagen und Wänden aufgefüllt hat. Dieser Wagen ging etwas Seltsames. Ich bin ein rationaler Mensch. Ich glaube nicht an all diese mystischen Unsinn. Daher dachte ich, es wären Ratten mit dem Reichen. Aber jetzt bin ich mir nicht so sicher. Nun, zur Hanse können wir nicht. Hier sind ein paar. Hi! Was gibt's? Keine Anzeichen für einen Kampf. Keine Körperteile, kein Blut. Die Späher waren spurlos verschwunden. Also notierte der Kommandant eine Desertation. Feigling zu eurer Routine. Eine Woche später. Wieder kein Geräusch, keine Lachen. Falls mich jemand hört, bitte antworten. Hier ist Moskau, U-Bahn-Station Markt. Einmal fühlt sich einen Blick zu geworfen. Was für eine Blick. Was interessiert dich das denn? Ich treffe mich heute mit ihr nach meiner Schicht. Nein, sie hat mir versprochen, mit mir Pilze sammeln zu fliegen. Du Bastard! Sag das nochmal. Sie räuschen durch brennende Dörfer, sammelten unterwegs eine Frau ein. Beweg dich, Junge! Beweg! Was gibt's denn? Ja. Zu welchem Anlass? Hoffentlich mein Sohn hat sein erstes Wort gesagt. Glückwunsch! War es Mama oder Papa? Weder noch. Es war Feuer. Ha! Ein kleiner Soldat, genau wie du! Ja, genau wie ich. Weißt du, seit die Vampire aus dem Nebeltrieb gestürmt kamen, träume ich jede Nacht von ihnen. Da bin ich. Du hast hier nichts verloren. Dieser Ausgang ist gesperrt. Weitergehen! Verwöhn dich mit etwas Luxus für dein bescheidenes Heim. Komm, schau dich um! Für nur eine Patrone erzähle ich dir von den Jägern. Mama gibt mir keine. Erzähl. Mein Cousin hat gesagt, wenn Kinder zu weit weggehen, werden sie von den Taschen gefangen. Ich habe keine Taschen. Verkauf und Ankauf! Nur einzelne Reisen deine Körperbeine mit einem Bildschirm. Kommen Sie, schauen Sie! Probieren Sie aus und kaufen Sie! Wie auch immer. Hier ist ruhig. Es gibt keine Abzweige. Man kann sich nicht verlaufen. Aber am nächsten Tag entscheidet sich jemand. Nehmen Sie sie! Ist die letzte! Für Sie! Einfach kaufen und schießen!
Einverstanden. Den Kauf nicht bereuen. Nehmen Sie sie. Ist die letzte. Sehr schön. Dass man sich nicht den Kreml anschauen darf, wenn man da oben und draußen ist. Die Sterne und Türme haben eine hypnotische Wirkung. Der Durchgang ist nur für Bewohner und lokale Arbeiter offen. Ein Durchgang zu teuer. Hey Mama, lass uns eine Ratte kaufen. Sei still. Kommen Sie, schauen Sie, probieren Sie aus. Und Prospekt Mira haben Sie durchgeboten. Wenn Sie einen Händler damit festnehmen, konfiszieren Sie sein Zeug und werden Sie ihn auf der Station Also, ich habe hier mit einem Typen etwas ausgemacht. Er ist ein gieriges Arschloch, aber daran können wir nichts ändern. Gut, also gehen wir. Ich denke, du kennst den Weg bereits. Nimm meinen Ersatzfilter. Wir müssen hoch an die Oberfläche. Beweg dich, Junge! Verschwinde! Ich habe bereits gezahlt, Micha. Hier ist die Moskauer Metro. Ende. Aber wenn du nicht hier bist, bitte antworten. Die Autoritäten behaupten, es könnte dein Gedürfnis. Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Der Preis ist mir zu hoch. Wie Sie wollen. Bitte antworten. Hier ist Moskau, U-Bahn-Station Markt. Hier ist die Moskauer Metro. Ende. Hört mich jemand? Bitte antworten. Alle bereit machen! Das Tor öffnet sich! Sind Sie sicher, Kommandant? Stellung einnehmen! Geben wir Deckung!
Verdammt! Ich hasse das so sehr! Falls mich jemand hört, bitte antworten. Hier ist Moskau, U-Bahn-Station Mark. Na, sieh nur ruhig aus! Die Luft ist rein. Los! Danke. Viel Glück, Leute! Wir müssen hier weg. Bewegung, Junge! Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben im Untergrund sah ich auch endlich die seltsame Schönheit des Himmels und der Landschaft. Das ist die tote Stadt.